Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Besser Reisen. Wir berichten ja immer wieder von Städtereisen, denn dass so ein Kurzurlaub zwischendurch voll im Trend liegt, das beweisen auch die Zahlen der Fluglinien und Reiseveranstalter. Wenn einer an einen Städtetrip denkt, dann denkt er meist spontan an London, Paris, Amsterdam oder Barcelona, nicht unbedingt an Tunis. Das aber zu Unrecht, denn Tunis, die Hauptstadt Tunesiens, die hat sich in den letzten Jahren zu einem attraktiven Städtereiseziel entwickelt. Wir waren sozusagen stellvertretend für Sie auf einem Kurztrip unterwegs und wir geben Ihnen einige Beispiele, was Sie hier in Tunis und Umgebung so erwarten könnte. Raus aus dem Alltag, rein ins pralle Städteleben, so lautete unsere Devise. Und wir haben es nicht bereut, denn unsere Zeit war kurz bemessen und dementsprechend intensiv haben wir die Tage in Tunis erlebt. Tunis ist eine lebendige, dynamische Metropole, eine Mischung aus Orient und Okzident. Sie ist mit über 1 Million Einwohnern die größte Stadt Tunesiens und zeigt überraschend viele Facetten. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, wenn man an eine Städtereise denkt, denkt man vielleicht nicht unbedingt gleich an Tunis. Beatrice, du hast mir erklärt, Tunis hat eine ganze Menge zu bieten, wenn man die Stadt besichtigen möchte. Ja, absolut. Tunis liegt im Herzen des Mittelmeers und dementsprechend verbindet sich hier die Kultur aus Orient und Okzident. Der Besucher wird überrascht sein über die Vielfalt, die man in dieser Stadt entdecken kann. Zwischen Moderne und orientalischer Stimmung, Bazar, natürlich farbenfroh. Aber hier in Tunis leben die Menschen auch am Bazar. Also es ist kein touristischer Bazar, sondern man kann wirklich die Stadt entdecken, wie sie ist. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt einen Städtetrip nach Tunis macht? Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage? Also optimal sind eigentlich 2 Tage Tunis. Dann kann man gut verbinden die Besichtigung der Altstadt, der Medina, die zum Teil auch komplett neu renoviert worden ist, wo man sehr schön flanieren kann und in kleinen Cafés sich die Stimmung geben kann. Und natürlich auch der kulturelle Teil. Und natürlich dann auch ein Besuch auf dem Zentralmarkt oder von einigen Geschäften, die speziell hier in Tunis original präsentiert werden. Am Marché Central, dem Zentralmarkt, geht es am Vormittag hoch her. Die Händler bieten ihre Waren lautstark an. Von Fisch und Meeresfrüchten bis Obst und Gemüse gibt es hier alles im Überfluss. Die Landwirtschaft spielt in Tunesien nach wie vor eine große Rolle. Zitrusfrüchte, Getreide, Oliven, Datteln und Wein und natürlich jegliche Art von Gemüse werden in den verschiedenen Gebieten angebaut. Meist sind es kleine Familienbetriebe, die ihre Produkte auch selbst am Markt verkaufen. Vom bunten Treiben inspiriert tauchen wir jetzt ein in die Medina, die Altstadt von Tunis. Sie wurde bereits im 9. Jahrhundert angelegt und gehört seit 1979 zum Weltkulturerbe der UNESCO. Wer von der Medina spricht, der meint natürlich auch die Souks. Die gibt es in den engen Gassen in Hülle und Fülle. Heute wie damals wird hier lebhafter Handel getrieben. Immer wieder trifft man auf kleine Cafés, wo die Herren der Schöpfung diskutieren und beim Rauch der Shisha, der Wasserpfeife, entspannen. Dafür ist es uns doch ein wenig zu früh und da kommt uns der Teeverkäufer gerade recht, der durch die Gassen zieht und seinen Pfefferminztee, den Tee à la menthe, anbietet. Eine willkommene Erfrischung. Jetzt machen wir einen Abstecher in ein Teppichgeschäft. Hier gibt es eine große Auswahl an attraktiven Mustern und Farben. Die Knüpfteppiche kommen aus Kairo an, die Webteppiche, die Kilims aus dem Süden. Mit der Konkurrenz aus dem Mittleren Osten sind sie allerdings nicht vergleichbar. Und Handeln ist hier wie überall im Souk Usus.
Was die Unterkunft in Tunis betrifft, hat man verschiedene Möglichkeiten. In den letzten Jahren sind einige kleine Hotels in der Medina entstanden. Von außen meist unscheinbar, entfalten sie ihren Charme erst im Inneren, wie hier zum Beispiel das Altstadtpalais Dar el Medina aus dem 19. Jahrhundert. Wir treffen den Besitzer, der sich mit dem Hotel einen Traum erfüllt hat. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'hôtel date de 2005. Das Hotel wurde 2005 eröffnet. Das Haus ist aber seit 1825 im Familienbesitz. Es wurde von meinen Vorfahren erbaut und immer vom Vater an den Sohn weitergegeben. Wir haben das Haus umgebaut und somit war es das erste Hotel de Charme in der Medina von Tunis. Ein gutes Beispiel für die Anstrengungen in Tunis, die Medina wiederzubeleben und wertvolle Bausubstanz zu retten. Wer ein Land wirklich kennenlernen will, muss auch seine typische Küche probiert haben, findet Beatrice. Und sie weiß natürlich auch, wo diese in der Medina zu finden ist. Die tunesische Küche ist bekanntlich eine mediterrane Küche mit leichten orientalischen Einflüssen. Aber wir haben hier frische Salate, wie zum Beispiel ein Gurkensalat mit Minze und Feta. Wir haben einen frischen Meeresfrüchtesalat mit Krevetten und Tintenfisch und Muscheln. Ja, für alle, die es vielleicht nicht so gerne fischig lieben, würde ich empfehlen den Artischocken-Herzensalat. Bei uns wird leider sehr selten Artischocke serviert, aber hier kann man sich da ordentlich austoben. Ein ganz besonderes Gemüse. Mein Liebling, die Brick. Brick sind deine Lieblinge, die haben wir extra heute für dich bestellt. Gefüllt mit Gemüse, gefüllt mit Fisch, aber auch mit Käse. Also die kleinen Brickteigtaschen sind blätterteigartige Teigblätter, die dann gefüllt werden und im Öl herausgebacken werden. Damit das Ganze aber leicht verdaulich ist, haben wir natürlich Zitrone, um die zu garnieren. Diese zwei Dinge hier sind tunesisches Tagine. Eine Besonderheit auch, kommt aus der Hausmannsküche und ist ein Großmutterrezept, in dem Fall hier. Gemüse und, auch, ne? Nein, Kartoffel und Ei. Ah, herrlich. Eine Art Omelette, ja, könnte man sagen. Und Harissa, damit es ein bisschen scharf wird. Das Ganze kann man dann jetzt je nach Geschmack mit Harissa würzen. Also Harissa sehen wir hier in der Mitte. Harissa ist eine Chili-Paste, die je nach Geschmackssinn mit Knoblauch verstärkt wird. Ja, guten Appetit, würde ich sagen. Den wünsche ich dir jetzt auch. Danke. Jetzt kosten wir uns einmal durch. Gut. Die verführerischen Dessert-Variationen, die uns dann noch angeboten werden, auf die verzichten wir heute. Nicht nur der Kalorien wegen, wir haben noch viel vor und machen uns wieder auf den Weg. Die Avenue Habib Bourguiba mit ihren vielen Cafés ist die Prachtstraße und die Flaniermeile der Stadt. Am ständigen chaotischen Autoverkehr stört sich hier niemand und abends bis weit in die Nacht ist hier ganz Tunis unterwegs. Die Avenue Bourguiba wird von einer Reihe von schön restaurierten Art Deco-Häusern gesäumt und führt durch die Neustadt bis zur Medina. Das Highlight des heutigen Tages haben wir uns bis zum späten Nachmittag aufgehoben. Wir sind jetzt in Sidi Bou Said, ein Bilderbuchstädtchen, idyllisch am Berghang gelegen. Hier haben sich schon im 19. Jahrhundert viele Künstler niedergelassen und wohl kein anderer Ort in Tunesien besitzt so viel mediterranen Charme.
Der Schweizer Maler Paul Klee entdeckte sich hier als Aquarellkünstler und August Macke hat das Café de Naz 1914 auf seinen Bildern verewigt und somit unsterblich gemacht. Wir schlendern noch ein wenig weiter und suchen uns einen Platz im Café Schabern. Von den verschiedenen Terrassen hat man einen Traumblick über die Bucht. Man trifft sich zum Plaudern und Tee trinken. Auch hier wird zu unserer Freude der Pfefferminztee, der Tee à la menthe, mit frischen Pinienkernen serviert. Sonnenuntergangsstimmung in Sidi Bou Said. Schöner kann man einen ereignisreichen Tag in und rund um Tunis nicht ausklingen lassen, finden wir. Das waren sie also, die Eindrücke unseres Städtetrips in Tunis. Weil es aber in Tunesien noch eine ganze Menge mehr zu sehen und zu erleben gibt, geht es jetzt weiter mit unserem Bericht. Und dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir sind auch dieses Mal wieder mit unseren bewährten Begleitern unterwegs. Slim, unser Chauffeur, ist ein routinierter Fahrer und bringt uns nach Madia. Hier hat Beatrice vom tunesischen Fremdenverkehrsamt den Beginn unserer Tour geplant. Die etwa 1,5 Autostunden südlich von Hammamet gelegene Hafenstadt gilt noch als Geheimtipp und ist für die weißen Sandstrände und die malerische Medina bekannt. Der Bummel durch den Souk gestaltet sich äußerst entspannt. Wir kommen mit den Verkäufern schnell ins Gespräch und dürfen uns in Ruhe umsehen, ohne zum Kauf gedrängt zu werden. In Madia kann man einen recht geruhsamen Urlaub verbringen, denn hier gehen die touristischen Uhren noch ein wenig gemächlicher. Sehr idyllisch gelegen ist der Place du Caire mit dem Café Gamra, das sich für eine kleine Pause anbietet. Auch wir erfrischen uns mit einem Tee à la menthe, dem Pfefferminztee, der einfach zum tunesischen Lebensgefühl dazugehört. Und dann schauen wir noch den jungen Studenten beim Kartenspiel über die Schulter. Sie freuen sich über unser Interesse und laden uns ein, bei ihnen Platz zu nehmen. Madia ist auch bekannt für seine Seidenstoffe und Schals, die hier wie eh und je in Handarbeit hergestellt werden. Schon von Weitem hört man das Klappern der Webstühle. Nedir hat in seinem Maison Nature alte Handarbeitskunst mit modernem Design kombiniert und exportiert in alle Welt. Wir beenden unsere kleine Modenschau, denn wir werden schon im Dar Sidi erwartet. Eine kleine, ruhige Anlage in maurischem Stil, die Mansur, der Besitzer, eher als eine Privatresidenz, denn als typisches Hotel betrachtet. Die 10 Bungalows reihen sich rund um den Pool. Seine Gäste, die er sich übrigens selbst aussucht, wie er sagt, suchen hier vor allem Ruhe und Entspannung weit weg vom Alltagsstress. Bekannt ist das Dar Sidi auch für seine spezielle Küche. Und auch wir dürfen nicht gehen, bevor wir uns nicht gestärkt haben. Mansur legt großen Wert auf unbehandelte Produkte aus der Region. Sehr viel Gemüse und Meeresfrüchte kommen auf den Tisch. Alles wird frisch zubereitet. Hier wird gekocht wie zu Hause und das schmeckt man. Dann werfen wir noch einen Blick auf den menschenleeren, karibisch anmutenden Sandstrand und bedauern, dass wir nicht ein wenig mehr Zeit mitgebracht haben. Und jetzt steht der Besuch im Reitcenter von Gabriella am Programm. Die quirlige Italienerin kam vor mehr als 20 Jahren nach Tunesien und hat ihr Leben den Pferden verschrieben. Sie hat schon vielen alten und kranken Tieren ein Heim gegeben und sie präsentiert uns stolz ihre Rassepferde beim täglichen Training. Sie wird auch als die Pferdeflüsterin Tunesiens bezeichnet, organisiert Reitausflüge und hat eine Pferdetherapie für autistische Kinder ins Leben gerufen. Eine bemerkenswerte Frau.
Und jetzt wechseln wir den Pferdesattel mit dem Mountainbike-Sattel. Wir sind dabei, als der erste Trans-Tunesien-Marathon stattfindet. Ein neues Mountainbike-Etappenrennen im Nordosten des Landes. Erstmals hatten die beiden einheimischen Mountainbike-Teams Gelegenheit, mit internationalen Radprofis noch jungfräuliche Strecken mit meist sandigem und lehmigem Untergrund zu bestreiten. Der Organisator Luigi Veronese hat hier in Tunesien absolute Pionierarbeit geleistet. Eine spannende Herausforderung für die 28 Teilnehmer. Mit dabei auch die Österreicher Lisi Hager und Fritz Tröstl, die trotz Bestzeit schon auf der ersten Etappe wegen Materialschaden ausgeschieden sind. Was den Spaß an der Sache aber nicht trübte. Wir vertrauen uns jetzt wieder unserem Chauffeur Slim und unseren Vierrädern an und sind auf dem Weg nach Nabeul, das auch als Zentrum des Kunsthandwerks in Tunesien bekannt ist. Wir dürfen den Künstlern in der Töpferwerkstatt über die Schulter schauen und sind begeistert von der Leidenschaft und Perfektion, mit der Stück für Stück in Handarbeit hergestellt wird. Die orientalische Begeisterung für Farben manifestiert sich auch in der Keramik. Die Vielfalt der ausgestellten Kunstwerke lässt die Auswahl fast zur Herausforderung werden. Jetzt sind wir im Hinterland von Hammamet in Sagouin und möchten uns die tunesische Variante vom Urlaub am Bauernhof ansehen. Ein Ex-Banker hat den Hof seiner bäuerlichen Vorfahren in eine der ersten Öko-Ferienadressen des Landes verwandelt. Hier kann man beim Brotbacken und bei der Käseherstellung zusehen und mitmachen. Und wer mag, kann beim Füttern der Hühner dabei sein. Unzählige Obst-, Gemüse- und Kräutersorten gedeihen in Monsieur Ribis Gärten. Viele der Hofgewächse werden auch zu Destillaten verarbeitet. Und aus Oliven wird Olivenöl. Inzwischen gibt das Agrotourismusprojekt Dorfbewohnern ganzjährig Arbeit. 13 Zimmer hat das kleine Eco-Resort, das Restaurant steht aber allen Besuchern offen. Hier kommen vor allem Bioprodukte von der eigenen Farm auf den Tisch und manchmal gibt's auch Musikuntermalung. Kein Wunder, dass wir hier wieder einmal mehr Zeit verbracht haben als geplant. In El Chem, unserer nächsten Station, fährt Abdel Rassak gerade mit dem Motorrad zur Arbeit in seine Mosaikwerkstätte, die direkt gegenüber des Kolosseums liegt. In bester Lage also. Und wir stärken uns im Café von Amar mit Tee à la Menthe, der ja zu jeder Tages- und Nachtzeit getrunken wird und unsere Lebensgeister immer wieder weckt. Egal von welchem Blickwinkel betrachtet, das riesige Amphitheater El Chem beeindruckt. Mit 148 Metern Länge, 120 Metern Breite und einer Höhe von 40 Metern überragt das drittgrößte Amphitheater des Römischen Reiches alle umliegenden Häuser und bot 35.000 Zuschauern Platz. Mit dem Eintrittsticket kann man übrigens auch das Archäologische Museum besuchen, das für seine gut erhaltenen Mosaike bekannt ist. El Chem gehört ja mit zu den geschichtsträchtigsten Orten in Tunesien. Ich glaube, das würdest du bestätigen, Beatrice. Ja, unter dem römischen Namen Tystrus war El Chem im 2. und 3. Jahrhundert eine sehr blühende Stadt, hier ca. 40 Kilometer von der Küste entfernt. Und die Mosaikarbeiten, die wir hier im Museum von El Chem besichtigen können, sind Zeugen dieser Zeit, an der wir gut an
anhand dieser Bilder und Mosaikarbeiten erkennen können, wie damals die Leute hier gelebt haben. Also ein wirkliches Highlight und eine wichtige Sehenswürdigkeit in Tunesien. El Djem gehört mit dem römischen Kolosseum zu den 11 UNESCO-Weltkulturerbe-Sehenswürdigkeiten. El Djem ist auch mit Österreich verbunden durch das Wiener Opernballorchester. Wir haben hier seit 10 Jahren einen Auftritt im Sommer bei den klassischen Festspielen. Und das ist ein Ereignis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Gefühl gehabt auf unserer Reise, dass die Nebenkosten in Tunesien noch sehr günstig sind. Lieg ich richtig? Ja, die Nebenkosten sind absolut kalkulierbar, weil man eigentlich mit seiner gebuchten Reise, mit der Pauschalreise die Hauptkosten abgedeckt hat. Wenn man im Landesinneren unterwegs ist oder auch in Tunis Kaffee oder Tee konsumiert, dann ist sozusagen ein Dinar die Währung, mit der man sehr gut durchkommt. Ein Dinar entspricht ungefähr 50 Cent in Europa und mit einem Dinar bekommt man einen Espresso, einen Kaffee Latte, einen Minzentee oder ein Cola. Also die Konsumationen im landestypischen Preis liegen absolut unter der Hälfte von europäischen Preisen. Was meint denn die Expertin, wenn man Tunesien entdeckt auf eigene Faust oder geführte Rundreise? Ich glaube, beides ist empfehlenswert. Das hängt wirklich sehr davon ab, was der Tourist oder der Kunde selber sucht. Mir fällt immer wieder auf, dass Menschen, die Nordafrika noch nie bereist haben, besser aufgehoben sind mit einer ersten geführten Rundreise oder auch mit einem geführten Ausflug. Man muss ja nicht unbedingt gleich eine Woche im Land unterwegs sein, wenn man Tunesien gar nicht kennt. Man kann mal schnuppern sozusagen und vom Hotel aus einen zweitägigen Ausflug mit einer Übernachtung in der Wüste zum Beispiel machen. Was ist denn jetzt die beste Reisezeit für Tunesien? Wir waren absolut in der besten Reisezeit in Tunesien, würde ich sagen. Die Nachsaison ist im Allgemeinen sehr stabil von der Wetterlage her. Also es ist sehr selten, dass man einen Regentag erlebt zwischen Ende September und Ende Dezember. Kann natürlich mal passieren. Es können auch ein, zwei windige Tage dabei sein. Aber im Allgemeinen ist mindestens bis Ende Oktober das Wetter sehr warm, angenehme Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, wie wir sie erlebt haben. Es ist insofern auch eine gute Reisezeit, weil das Licht sehr klar und schön ist. Für fotoaffine Touristen zum Beispiel, die das Land fotografisch entdecken wollen, was ja mehr und mehr Menschen gerne tun, würde ich das ganze Jahr empfehlen, außer den heißen Sommermonaten. Da wird es oft ein bisschen weiß, der Himmel ist leicht bedeckt und schwül, also von Juni bis Ende August ist es einfach heiß zum Baden, ist auch eine gute Reisezeit für diejenigen, die natürlich genau diese Temperaturen suchen. Allerdings versäumt man dann das wirklich Schöne an Tunesien, nämlich das Landesinnere, den Süden und die wahnsinnig tollen Städte, die man nicht unbedingt bei 40 Grad besichtigen möchte. Wir haben auch dieses Mal viele verschiedene Gesichter Tunesiens kennengelernt und sind überzeugt, dass man immer wieder neue Seiten eines Landes entdecken kann, wenn man offenen Auges und Sinnes unterwegs ist. Wir lassen uns gerne überraschen bei unserer nächsten Reise nach Tunesien. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es war einiges Interessantes für Sie dabei und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich Sie auch das nächste Mal wieder begrüßen darf bei Besser Reisen auf ORF 3. Sie wissen es ja, uns gibt es immer am Samstag, am Sonntag und am Montag und wenn Sie es vielleicht versäumen, auch in der ORF-TV-Thek kann man uns finden. In diesem Sinne darf ich mich wieder von Ihnen verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen, sagt Ihre Weltenbummlerin Edith Spell.